Moin zusammen, sicher haben Sie es auch schon festgestellt. Die Preise für mineralischen Dünger gehen im Moment durch die Decke. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass auch der Wert des Wirtschaftsdüngers, unserer Gülle, mitsteigt und die somit zur wertvollen Ressource wird. Vogelsang bietet jetzt mit der Güllestabilisierung Syre-N ein System, mit dem es möglich ist, den Wirkungsgrad in puncto Nährstoffausnutzung um mehr als 20% zu steigern. Wir stehen hier an der Fronteinheit des Syre-N-Systems zusammen mit meinem Kollegen Dirk. Dirk, die Fronteinheit ist eigentlich das Herzstück des Systems, oder? Ja, das ist korrekt. Die Fronteinheit ist ein sehr robuster Säuretransporter, der einen 1000 Liter EBC gefüllt mit Schwefelsäure mit sich führt. Dieser wird über eine Palettengabel aufgenommen. Wir verwenden hier die EBCs als Stückgut, weil Stückgut einfach leichter handelbar ist und in den Sicherheitsvorschriften leichter mitzuführen ist. Vanja, warum verwenden wir überhaupt Schwefelsäure? Wir verwenden Schwefelsäure, denn das bringt uns zwei große Vorteile. Zum einen ist Schwefelsäure eine sehr effiziente Säure. Das bedeutet, wir benötigen nur 1 bis maximal 5 Liter Säure pro angesäuerten Kubikmeter Gülle. Darüber hinaus hat Schwefelsäure den großen Vorteil, dass der Schwefel, der zuerst in der Säure ist, nachher in der Gülle wiederzufinden ist. Nach der Ausbringung ist dieser Schwefel pflanzenverfügbar und dadurch kann ich auf meine komplette mineralische Düngung mit Schwefeldünger wie beispielsweise ASS verzichten. Das Syre-N-System bietet zusätzlich die Möglichkeit, sogenannte Additive wie beispielsweise einen Nitrifikationsinhibitor zuzudosieren. Diese werden in diesem Edelstahltank gelagert und in einem separaten Dosierungskreis, der nichts mit der Säuredosierung zu tun hat, der Gülle zudosiert. Baugleich zu den Edelstahltanks fürs Additiv gibt es auf der anderen Seite noch einmal Edelstahltanks für Wasser zum Systemspülen oder auch zum Händewaschen. Ja, hier auf der Rückseite des Systems ist zum einen die Pumpeinheit und die Steuerungseinheit verbaut. Die Pumpeinheit ist hydraulisch angetrieben und die Steuerungseinheit sorgt für die exakte Säuredosierung. Nach der Pumpe folgt ein Druckschlauch bis hin zur ersten Trennstelle am Schlepper. Dann geht es weiter mit einer Druckleitung unter dem Schlepper hindurch bis hin zur zweiten Trennstelle, die sich hier am Heck des Schleppers befindet. Diese beiden Trennstellen sind als tropffreie Kupplungen ausgeführt und somit kann der Schlepper für jegliche weitere Arbeiten verwendet werden. Dann ist die Säureleitung weiter verlegt, hier entlang der Druckleitung des Fasswagens bis hin zur Mischeinheit. Die Mischeinheit besteht aus dem Mischer, der Injektionsdüse und dem Rückschlagventil. Hier ist es wichtig, dass der Mischer hinter dem Drei-Wege-Hahn verbaut ist, weil durch die Säureinjektion haben wir eine Volumenvergrößerung und somit wird ein offenes System benötigt. Hinter dem Mischer geht die angesäuerte Gülle dann den normalen Weg durch die Zuführleitung bis zum Exaktverteiler, wo sie dann ganz klassisch auf die verschiedenen Schleppschläuche aufgeteilt wird. Das System ist somit für sämtliche Schleppschlauch- und Schleppschuhgestänge nachrüstbar. In einen der Schleppschläuche wird die sogenannte pH-Sensorbox eingebracht, die den pH-Sensor enthält. Dieser pH-Sensor misst kontinuierlich den pH-Wert, also quasi den Säuregehalt der angesäuerten Gülle und regelt so in Zusammenspiel mit der Steuerung die Säuredosierung. Bei der Arbeit mit dem Syre-N-System gibt es einige Punkte für die eigene Sicherheit zu beachten. Hier vorne in dem Staufach befindet sich das persönliche Sicherheitsequipment. Des Weiteren verhindern Sicherheitsfunktionen in der Steuerung eine Fehlbedienung. Beim Arbeiten mit Schwefelsäure ist Fachwissen und Konzentration erforderlich. Somit bereiten wir jeden Anwender bei der Inbetriebnahme optimal für die Arbeit mit dem Syre-N-System vor. Die Güllestabilisierung Syre-N bietet Ihnen folgende Vorteile: Eine Reduktion der Ammoniakemissionen um bis zu 70%. Eine optimierte Nährstoffausnutzung und ein damit verbundener Mehrertrag. Ein größerer Spielraum in Bezug auf den Ausbringzeitpunkt. Einen positiven Einfluss auf die Geruchsemissionen. Eine vollständige Nachrüstbarkeit bis zu einer Arbeitsbreite von 36 Metern. Mit dem System Syre-N sind Sie optimal für die Gülleausbringung der Zukunft gerüstet.
Vogelsang. Leading in technology.